Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Stecher Motorradtechnik. Heute werden wir uns mal zur Brust nehmen eine BMW S1000 RR. Racing Use Only, wie wir erkennen können. Keine Scheinwerfer mehr, Slicks drauf und ja, insgesamt im Renntrim. Baujahr 2010. Hat mir eine Stimme ins Ohr geflüstert. Ja, was haben wir für ein Problem? Folgendes, wir machen mal die Zündung an, stellen fest, dass sich das Motorrad zumindest laut Ganganzeige gerade in dem fünften Gang befindet. Wir können jetzt beim Schalten noch in den sechsten Gang, dann kommen wir auch wieder in den fünften, in den vierten kommen wir auch noch und dann ist hier Ende Gelände, mehr geht nicht. So. Wenn wir mal mit Kupplung das Ganze durchdrehen, dreht es auf jeden Fall noch. Wir haben da jetzt auch vom Getriebe her nicht unbedingt schlimme Geräusche. Zumindest gehen wir im ersten Moment nicht davon aus, dass da ein Zahnrad gebrochen ist oder ähnliches. Aber wir müssen da natürlich reinschauen, denn so ist es nicht normal. Meines Wissens nach, ich hatte das kurz einmal nachgeschaut, im sogenannten Internet, wurde die BMW mit 6 Gängen ausgeliefert und nicht nur mit 3. Und so wollen wir es auch wieder hinstellen und werden dazu den Motor einmal zerlegen, beziehungsweise erstmal drüben die Kupplung ausbauen und uns die Schaltbetätigung angucken. Ja, der Motor ist jetzt schon wieder drin. Nee. Was war denn jetzt das Letzte? Wir sind fertig, fährt wieder, funktioniert. Hier, guckst du. Alles wie neu. Also von der Steinanalyse her würde ich sagen, das ist aber eher so, dass es was Südliches. Also Oschersleben ist das nicht. Okay. Keine Ahnung, ich kenne das Kiesbett in Oschersleben gar nicht so gut. Wobei, das stimmt gar nicht, doch, habe ich auch schon. Oder Poznan. Gut. Poznan? Poznan kann auch gut sein, ja. Ja, hier, dann guckst du das Poznan, ne? Ja, wir sind jetzt soweit ein bisschen weitergekommen. Ja, die BMW muss leider doch zum Zahnarzt, denn wir haben die Ölabdachschraube hier rausgedreht und können sehen, wir haben Abrieb. 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 Den gröberen Abrieb. Das ist normal. Das ist ganz normal, ganz normaler Körperkontakt. Und ja, von daher ahnen wir jetzt schon, was uns da gleich erwartet. Raus muss der Motor natürlich trotzdem, zerlegt werden muss er auch. Aber wir sparen uns jetzt mal das Demontieren
der Kupplung und der, der Schaltmechanismus, das können wir dann auch im ausgebauten Zustand machen, weil da fehlt definitiv was. Ihr dürft gerne raten, wo es herkommt. Gleich werden wir es sehen. Nun gut, jetzt haben wir das hier alles mal freigelegt. Wir können jetzt hier schon die Getriebeausgangswelle sehen. Was wir jetzt auf jeden Fall gut auch erkennen können, bei den meisten sind die Wellen eher so hintereinander angeordnet. BMW baut den Motor untenrum sehr, sehr kompakt, wie wir sehen. Weil wir sehen hier nur die Ausgangswelle und die Eingangswelle, die sitzt eher oberhalb. Und bei den anderen Motoren ist es meistens so, dass wir eigentlich, wenn wir von unten reinschauen, schon die Wellen nebeneinander ganz gut sehen können. Hier ist es sehr, sehr kompakt untenrum. Okay, was uns wirklich interessiert, ist natürlich das hier. Einmal dort. Man sieht es kaum, als würde es so gehören, aber da fehlt der Zahn, der an der Ölablassschraube klebte, an den Magneten. Nächste Geschichte, warum schaltet das nicht? Und das haben wir uns jetzt auch schon hier angeschaut. Wir sehen hier in Fahrtrichtung rechts, also hier sitzt die Kupplung drauf, die haben wir ja jetzt runtergenommen. Hier unten sehen wir die Betätigung der Schaltung, das sind die Klauen dort und die bewegen dahinter die Schaltwalze. Da sehen wir, dass sie hier in diese Pins einhaken, in der Schaltwalze. Und die ganz Findigen können jetzt auch schon erkennen, warum wir irgendwann, also wir haben jetzt eben per Hand einmal in den ersten Gang geschaltet. So, jetzt sind wir in Neutral. Jetzt sind wir im zweiten Gang. Jetzt sind wir im dritten Gang. Und dann geht es nicht mehr weiter, weil dort von der Schaltwalze der Pin verschwunden ist. Das ist das zweite kleine Teil, was auch unten an der Ölablassschraube hing. Das gehört dahin. Ja, also wir können jetzt hier per Hand weiter drehen, dass wir dann einmal in den vierten Gang kommen und dann können wir weiterschalten in den fünften und dann auch in den sechsten und dann ist Ende. Okay,
Das ist definitiv hin, der Zahn auch. Und wenn wir die Ausgangswelle einmal rausnehmen, sehen wir, dass auch hier die Schaltgabel bereits beschädigt wurde. Da schön eingeschliffen, da habe ich mir wahrscheinlich auch gerade eben den Metallsplitter hergeholt. Und dann gucken wir hier mal weiter im Getriebe. Also sollten wir es vielleicht jetzt mal gleich komplett zerlegen, dann sehen wir es noch besser, aber wir können es so auch schon sehen. Wenn wir uns jetzt hier, na, also wie das Getriebe funktioniert, das haben wir jetzt, glaube ich, oft genug erklärt, im Alphabet, G wie Getriebe und so weiter und so weiter. Hier sind diese Docks, die dann letztendlich die Gänge schalten. Die sind auf der Seite komplett scharfkantig, also wunderbar, die gehen dort in das Rad. Ja, die Lampe ist eine 1. Ich habe mir da immer ein Stroboskop gewünscht. Mensch, jetzt habe ich eins. Und an der Seite sind die schon komplett abgeschrägt. Und wenn jetzt der Gang in das Rad hier reinfahren will, kann er natürlich nicht mehr richtig einrasten, beziehungsweise drückt sich dann viel schneller raus, weil vorne die Kante einfach nicht mehr sauber ist. Und ja, da führt dann, denke ich, eins zum anderen. Gang geht nicht rein, Gang geht raus, Gang arbeitet in die falsche Richtung, gibt einen großen Ruck, Zahn bricht ab, unten bricht Pin ab, alles ist kaputt. Nächster Punkt, was leider auch immer die schlechteste Variante ist, dass wir auch die Ölpumpe einmal auseinandergenommen haben und dort leider auch sehen müssen, dass auch die Ölpumpe beschädigt ist. Und da ist natürlich immer die Frage, wie lange, in welcher Reihenfolge und ist da unter Umständen noch irgendwas anderes ohne Öl gelaufen, weil der Öldruck nicht mehr reichte. So, das muss man jetzt alles immer im Einzelfall abklären. Ist die Öllampe angegangen und so weiter und so weiter. Wenn wir uns hier die Kurbelwellenlager anschauen, die können wir ja jetzt sehen, weil diese Seite der die Lagerschalen ab sind, sieht die Kurbelwelle soweit noch in Ordnung aus. Also die Härtungsschicht ist hier noch vorhanden. Da sind jetzt keine Stellen, wo es ab ist. Die Pleuellager haben wir hier geschaut, haben auch kein Spiel. Also das ist auch schon ein Zeichen dafür. Also dieses seitliche hier, das ist normal. Aber sie dürfen natürlich nicht hoch runter. Dass die Pleuellager soweit das überlebt haben. Das nächste wären die Nockenwellenlager, die man überprüfen sollte. Und dann nach Rücksprache mit dem Kunden entscheiden muss, was wird getan. Wir werden die Teile mal raussuchen und treffen uns gleich nochmal vorne zu einer kleinen Kostenaufstellung. Was wäre wenn, was würde kosten, wenn wir die Teile vom BMW einmal neu bestellen. Wir haben jetzt mal so ein bisschen die Preise rausgesucht und kommen zu folgendem Schluss. Also insgesamt die Reparatur jetzt mit Ausbau und Zerlegen und Diagnose, wenn wir jetzt hier sämtliche Teile erneuern, landen wir bei ja, rund 3000 Euro. Wir würden neu nehmen, Zahnradpaar 5. Gang, also beiden Seiten, 3., 4. Gang, das ist ein doppeltes Rad, das ist das Schieberrad, das Gegenstück natürlich dazu, den 6. Gang, den Schaltstern, die Schaltgabeln und die Ölpumpe und alle dazugehörigen Dichtungen. Was man jetzt noch drüber nachdenken könnte, ist die Kurbelwellenlager, die hatten wir noch in der Hand. Die sind nicht mehr die besten, sicherlich noch fahrbar, aber man sieht halt schon leichte Spuren. Aber das sind die Sachen, das müssen wir jetzt alles im Einzelfall klären, was wir da machen sollen. Wir haben die frohe Kundschaft, die frohe Botschaft jetzt noch nicht verkündet. Wir haben da unseren Sensenmann vorne, der hat die Aufgabe, die Motoren dann totzuschreiben. Also der darf den Kunden dann gleich anrufen und sagen, was die Reparatur kostet. Und dann vermute ich einfach mal, dass der Weg entweder über ein gebrauchtes Getriebe gehen wird oder über einen kompletten Motor. Wobei das auch immer ein bisschen risikobehaftet ist, weil man nie weiß, was man bekommt. Wir haben jetzt gerade ganz aktuell, haben wir nicht gefilmt. R1 hatten wir, R19 haben wir. Motor kaputt, gebrauchter Motor, selbst angeliefert, eingebaut, auch kaputt. Zurückgegeben, neuen Motor besorgt, eingebaut, auch kaputt. Steht jetzt so ähnlich wie das hier, einfach ein Fahrgestell, ohne Motor. Nun denn, steckst du manchmal nicht drin, tierisch ärgerlich. Okay, wir werden jetzt einmal in den sauren Apfel beißen und den Kunden anrufen. Macht auch uns keinen Spaß, aber wir können es leider nicht ändern. Und dann werden wir mal sehen, vielleicht kommt noch ein zweiter Teil. Oder ein dritter Teil oder auch gar nichts mehr. Wir werden es sehen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, folgt uns auch auf Instagram und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.